Ja, hallo meine Lieben, willkommen zurück zu Resident Evil Village im Dorf. Ja, hier soll ja direkt was bei der Kirche sein. Moment mal. Hier steht doch. Hier, also irgendwo vor der Kirche. Warte mal. Relieffragmente. Ah, möglicherweise ist eins. Haben wir das erst ja schon aufgesammelt, oder? Warte mal, das soll hier vorne irgendwo sein. Gut, das sind so sammelbare Gegenstände. Da bin ich jetzt, muss ich euch ganz ehrlich gestehen, nicht so hinterher. Also ich werde hier nicht alles, jede kleine Ecke absuchen, nur für die ganzen Sammelobjekte. Nee, tut mir leid, Leute. Da müsst ihr euch dann irgendwo anders das anschauen, leider. Oh, hier ist ein Ausrufezeichen. Achso, ja klar. Da können wir schon einen einsetzen, nicht? Okay, das passt da nicht rein, aber vielleicht hier. Jawohl. Müssen wir uns noch richtig hindrehen. So. Ne, Moment. So. Zack. Boah, haben wir das erste schon mal eingesetzt. Ich würde sagen, dann gehen wir gleich mal hier oben weiter, oder? Warte mal, welches Haus sollte das. Welches Haus sollte das gewesen sein? Kann ich hier nicht bewegen? Ach so, mit Maus. Ah, das ist ja. Das ist natürlich eine extrem gewöhnungsbedürftige Steuerung hier, nicht wahr? Also, da unten ist noch ein Schloss zu knacken. Da rechts ist noch eine Hütte, wo wir noch nicht drin waren. Da ist ein Vorhängeschloss. Frage ich. Das müssen wir wahrscheinlich knacken, auch wenn wir einfach die Kette mit dem Bolzenschneider durchschneiden könnten. Was haben wir hier noch? Mechanische Tür, okay. Ja, und da in der Hütte waren wir auch noch nicht. Aber kommen wir da überhaupt rum? Da kommen wir. Ah, wir kommen hier gar nicht hin durchs Tor, ne? Na, warte mal. Ich werd mal kurz zurückgehen und mich da nochmal umschauen. Guck mal, hier ist ja auch noch was. Haben wir auch noch nicht geguckt. Da liegt ja auch noch was drin, ne? Ja, ist von der anderen Seite. Oh. Ist von der anderen Seite verschlossen. So. Ah ja, hier kommen wir auch nicht weiter, ne? Ja, hier kommen wir auch nicht durch. Genau, das war das, wo wir nicht durchkommen. Aber vielleicht können wir hier außen rum. Nee. Nee, wir werden das Schloss hier nicht knacken können. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Aber wir waren da hinten noch nicht fertig. Da gehen wir noch einmal kurz rum. Ja, wir gehen noch mal kurz kicken. Ich will ja nichts liegen lassen, was nicht doch irgendwie von Wichtigkeit ist. Ach so. Ja, Moment. Ja, kommen wir auch nicht hin, ne? Ne, wir kommen ja hier nirgendwo anders hin. Ist ja alles zu. Aber da links ist doch ein Gang. Ach so, der hier, ne? Ja, versperrt. Ja, gut, okay. Ne, dann kommen wir nirgendwo anders hin, glaube ich. Dann geht's nur hier oben weiter. Und zwar Richtung Stronghold. 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 Mill, Sägewerk. Also wir gehen jetzt Richtung Festung. Oh, da brauchen wir auch was. Sechs geflügelten. Wett. Ja, sechs geflügelten Wesen dekoriert. Okay. Da müssen wir wohl noch erstmal was finden. Gut, gehen wir mal auf Spurensuche hier, wa? Können wir das hier eigentlich nochmal rausnehmen? Ne, wir können es bloß einsetzen. Ja gut, dann müssen wir das Ding halt finden. Lucias Haus wahrscheinlich denn, oder? Aber wo kommen wir denn hier überhaupt noch mal rein oder zurück? Ach, guck mal, hier geht's hoch. Das habe ich hier noch nicht gesehen. Auch von der anderen Seite verschlossen. Okay, ja gut, dann müssen wir ja irgendwas. Dann müssen wir ja irgendwas übersehen haben hier. Das sind alles Schlösser zum Knacken, aber ich habe halt nichts. Ich habe halt nichts zum Knacken, ne? Oh, die Fliegen nerven mich so gewaltig, Leute. Absolut ekelhaft, die Scheiße.
Absolut ekelhaft. Können wir uns noch einmal... Oh ja, zweimal sogar. Sollten wir uns vielleicht die Figur mal genauer ansehen? Ihr wisst ja, manchmal ist das so, dass man da irgendwas öffnen kann. Ne, scheint jetzt hier nicht der Fall zu sein. Es ist halt einfach nur ein Schatz. Ja gut, dann frage ich mich aber, wo es weitergeht. Wenn wir hier überall nicht durchkommen. Wo habe ich denn was übersehen? Ah, gute Frage, nächste Frage, ne? Also wenn das alles zu ist, das ist auch versperrt. Ah, hier wahrscheinlich, hä? Warte mal. Ah, hier waren wir noch. Ja, doch. Können wir denn hier schon was machen mit? Nee. Nee, irgendwas fehlt. Irgendwas fehlt immer. Nee, können wir auch nichts machen. Ja. Ja, gut. Ja. Tja. Liegt denn hier auf dem Friedhof irgendwas versteckt? Kommen wir nicht rein. Ist denn hier hinter was? Gibt's doch gar nicht. Oh. Ein Pflänzchen. Muss ja denn. Es muss ja irgendwo hier sein, denn. Bei der Kirche. Ach. Oh, wow. Okay. Kommen wir hier schon durch? Ne. Was brauchen wir hier denn eigentlich? Bestimmt auch zwei Dinger oder sowas. Achso, oder einfach ein Dietrich. Kann natürlich auch sein. Hier geht's einfach weiter. Oh ja, 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 ja. Du, ich hab Munition, sollen sie kommen? Eine Mine? Was? Eine Mine. Alles klar. Schnellzugriff. Auf die 1. Auf die 4. Untersuchen. Einfach eine Mine. Können wir auch wieder alles verbarrikadieren. Das heißt nichts Gutes. Sind sie jetzt schon hinter mir her oder noch nicht? Ich fühle mich so ein bisschen bedroht. Oh, die Fliegen gehen mir so auf Eier, Leute. Das, ihr glaubt es nicht. Ihr glaubt es nicht. 50.000 Stück haben wir gestern gezählt. Und nicht eine wenige. Und die landen natürlich immer auf deinen Armen, in deinem Gesicht. Überall. Wo du sie nicht haben willst. Hey, ganz ruhig, ja? Ich bin nur hierher gekommen, um zu looten. Nicht, um euch etwas Böses anzutun. Oh, ich muss wohl schießen. Es hilft nichts. Oh, das sind echt viele. Okay, ja, ich häng fest. Wir nehmen mal die Mine. Und ich pack die einfach mal irgendwo hin. Oder wir sparen uns die auf. Was sagt ihr? Was sagt ihr? Ich meine, so zwei, drei Typen sollten ja jetzt kein großes Problem darstellen, richtig?
Schließen Sie die Tür. Was? Bitte. Hey, was machst du hier? Stehen bleiben. Oh. Bitte, tun Sie uns nichts. Oh. Keine Sorge. Ich tue Ihnen nichts. Bin ich froh, normale Menschen zu treffen. Sind hier noch andere Überlebende? Nein. Sie sind alle bei Luisa. Aber sie antwortet nicht und das Tor ist verschlossen. Sei still. Er ist keiner von uns. Hier sind wir ein leichtes Ziel. Kann er laufen? Nein. Ein Monster hat ihn verletzt. Er hat viel Blut verloren. Wir müssen in Luisas Haus. Psst, leise. Ich finde schon einen Weg. Bleibt hier. Seid leise und bewegt euch nicht, bis ich das Tor öffne. Überlebende, Alter, wie krass. In einem Resident Evil auf so viel Menschen zu treffen, ist ja richtig außergewöhnlich. Ist ja richtig cool. Und es ist auf jeden Fall mit deutlich mehr Klettereinlagen versehen, das Ganze, nicht wahr? Also man kann hier überall rüber, hoch, runter, rein. Nee. Das ist schon krass. Auch von der anderen Seite verschlossen, wie einfach alles verschlossen ist. Aber es ist ja auch klar bei dem Scheißdreck, was hier alles abgeht und was hier so rumläuft. Wundert mich dann auch nicht. Kommt, alles gut. Los, schnell! Wurde aber auch Zeit. Gern geschehen. Er ist es nicht gewöhnt, sich helfen zu lassen. Tut mir leid. Gewohnt, nicht gewöhnt. Hier sind wir sicher, oder? Sicherer als da draußen auf jeden Fall. Hey, kannst du mir vielleicht sagen, was hier los ist? All das ergibt keinen Sinn. Mutter Miranda hat uns immer beschützt, aber... Niemand antwortet. Na los. Vater? Helft mir. Ah, ich glaube, dem geht's nicht mehr so gut. Ja. Ich glaube, dem geht's nicht so gut. Er macht nicht mehr so lange, glaube ich. Das tut mir auch leid, das so direkt zu sagen. Wir sind in Sicherheit, aber es ist wohl die Wahrheit. Na, ich weiß nicht, ob es hier drin so sicher ist. Hallo? Jemand da? Warte, lass mich versuchen. Luisa! Mach auf! Ich bin's, Elena! Sei still! Die Monster hören dich noch. Julian, beruhige dich. Wer ist das? Mein Freund! Hau ab! Vater! Um Himmels Willen, lass uns rein! Nein, sie riechen das Blut, es ist zu gefährlich! Mein Vater stirbt hier draußen! Ist nicht mein Problem! Was ist hier los? Die wollen, dass wir einen Sterbenden in unser Haus lassen! Hör schon auf! Die sind unsere Freunde! Na los, rein mit euch! Kommt, hier lang! Du bist nicht aus dem Dorf. Nein, ich bin Ethan. Julian, mach dich nützlich und geh dich umsehen. Ich sagte, geh! Tja, wenn Elena dir vertraut, dann tue ich es auch. Komm rein, Ethan. Warte hier, ich sehe nach den anderen. Du bist nicht von hier, oder? Nö, ich bin Ethan. ja. Okay. Luisa, Sie haben schon wieder Vieh gerissen. Wenn das so weitergeht, überleben wir diesen Winter nicht. Ernest haben wir auch noch nicht gefunden. Er ist wie vom Erdboden verschluckt. Hat Mutter Miranda sich von uns abgewandt? Hier lang.
Du war ganz entspannt. Jetzt gucke ich erstmal ein Bilderbuch hier. Nee, ich weiß auch nicht, was das hier für einen Sinn hat. Man kann ja weder die Schrift lesen, noch. Man kann sich halt nur die Bilder anschauen. Ist halt ein nettes Gimmick, um die Zeit hier zu vertreiben, schätze ich. Oha, guck mal. Ich glaube, das sind alles noch so. Oder ist das so ein kleiner Ausblick so von wegen, hey, guck mal. Das alles kommt noch. Komm rein, die anderen warten. Wer zum Teufel ist das? Ein Fremder? Du bringst uns doch alle um! Anton, bitte! Er hat den beiden geholfen. Wir hätten es auch ohne ihn geschafft. Komm, Ethan, setz dich. Sind das alle Überlebenden? Aus dem ganzen Dorf? Alle Überlebenden? Alle Überlebenden? Niemand hat überlebt! Ein nutzloser Krüppel? Ein dummes, heulendes Weib? Und du? Du schleifst einfach so einen Verwundeten und einen Fremden hier rein? Und glaubst, es wäre sicher? Von wegen sicher! Jeder Einzelne da draußen wurde in Stücke gerissen! Und morgen? Morgen sind wir alle hier tot. Genau wie ihr blöder Ehemann! Stopf dir das Maul, Roxana! Das dieses Haus gab meiner Familie generationenlang Schutz. Betrunken oder nicht, ihr seid alle willkommen und sicher hier. Ja, klar. Sagt mir bitte jemand mal, was hier eigentlich los ist. Wir wissen es nicht. Wir waren eine friedliche, fromme Gemeinde und dann kamen plötzlich Monster und griffen uns an. Und sie kamen wieder. Warte, Luisa. Und wo ist eigentlich dein Mann? Ist er... Nein, nein. Er ist draußen. Irgendwo. Ach so, ja, der ist... Er geht Hilfe holen. Ja, ja, das macht er. Der ist... Er geht Hilfe holen. Nicht mehr da, glaube ich. Beten wir. Für ihn. Wenn das... Für uns alle. Wenn das der war, ja. Der ich denke... Kommt. Der es war, dann habe ich schlechte Nachrichten. Aber ja, beten kann sicher nicht schaden. O Allmächtige, hör unsere Stimme. Vereint in Demut vor euch. Wir ersuchen euch, aus den unendlichen Tiefen uns dem Schicksal zu übergeben. Im Angesicht des Mondes in dunkler Nacht erbringen wir unser Opfer in Erwartung des erlösenden Lichts. Im Leben wie im Tod. Preisen wir euch, Mutter Miranda. Gut, der Tee ist fertig. Hilf mir, Elena. Ah ja, gut, der Tee ist fertig. Das Gebet habe ich schon mal gehört. Von einer alten Frau beim Friedhof. Du meinst die Hexe? Oh. Das Weib ist verrückter als ein Irrenhaus. Es steckt auch Weisheit in ihrer Demut. Und ich hoffe, sie gab ihr Schutz, wie sie uns beschützt. Sind sie noch alle? Leonardo, was ist? Geht es dir gut? What? Vater! What the fuck? Elena, nein, lauf weg! Nein, lass mich laufen! Nein! Er wird uns töten! Wir müssen weg! What the fuck? Lass ihn los! Elena? Ich sagte aufhören! Tut mir leid, Vater. Hey, das war nicht mehr dein Vater. Es war das Richtige. Elena, nicht. Du kannst nichts tun. Vater!
Das ganze Gebäude bricht zusammen! Du hättest nichts tun können. Er war bereits tot. Lass mich in Frieden. Nein, ich bringe uns hier raus. Uns beide. Was zur Hölle? Damit nochmal herzlich willkommen zu Resident Evil 8. Holy shit. Was? Was geht ab? Einfach mit der Machete zerteilt. Holy moly. Alter, wie krass. Wie krass einfach. Tja, auch das völlig unerwartet. Holy moly, ey. Hier geht's richtig runter im Spiel. Und das gefällt mir sehr bis jetzt. Hier ist doch erstmal ein Apfel zur Entspannung vielleicht. Ich check mal, ob wir hier alleine sind. Falls nötig, nimm den Schraubenzieher aus dem Schlüsselanhänger. Ja, ist nötig. Oh, Autoschlüssel, untersuche Objekte genauer. Okay. Da ist halt ein Dietrich drinne, ne? Ah ne, Schraubenzieher, ja, eigentlicher Schraubendreher. Okay, sah mehr aus wie so ein Dietrich auf den ersten Blick. Hallo, ich hab da was gefunden. Mist, das Feuer breitet sich aus. Oh shit. Rüber. Hiermit kommen wir raus. Das hast du jetzt nicht wirklich vor, oder? Okay. Nicht den Rauch ein. Holy shit, holy shit. Aber danke. Also links auf meinem zweiten Monitor sind einfach mal zwei Fliegen, an meinem Bein ist eine, auf meinem Hauptmonitor sitzt gerade eine. Also es ist absolut unglaublich. Wollt ihr nur mal kurz. Stell ich euch vor. Es ist absolut nervig gerade. Das wäre schön. Oh no! Oh no! Oh Gott, bitte komm, nicht. Es hält. Da! So kommen wir hier raus. Ein Glück. Ja, ja, du weißt aber nicht, wie tief es runtergeht. Im Dorf sind immer noch diese Monster. Wir haben keine Chance. Es sind zu viele. Hey, sag doch sowas. Ach, sie ist schon süß, oder? Wir finden ein Versteck für dich, bis ich meine Tochter finde. Ich glaube, sie könnte in dem Schloss sein. Nein, dort gibt es nichts außer Blut und Tod. Und ich wäre ganz allein, bist du... Vater? Oh, nee, ne? Elena, nicht. Das ist nicht mehr dein Vater. Elena! Er hat mich erkannt! Vater! Du bringst dich noch um! Ah! Oh nee! Nein! Nicht bewegen. Oh nein! Los! Nimm meine Hand! Geh, Ethan! Rette deine Tochter! Oh nee! Du schaffst das! Nimm meine Hand! Nimm die Hand! Scheiße!
Nein! Oh mein Gott! Wieso müssen alle sterben? Das ist einfach nicht fair. Oh nein, Leute. Oh Mann. Sie war so süß. Scheiße, ey. Holy shit. Leute, wir machen hier einen Cut. Ja, ihr wisst Bescheid. Wir sehen uns im nächsten Part wieder zu Resident Evil 8. Wenn ihr Lust habt, bis dahin macht's gut. Und tschüss.